Sie wird noch 2019 kommen, die Fürst-Niklot-Universität in Schwerin. Die Landeshauptstadt wird zum Universitätsstandort. Doch der Reihe nach, wie kam es dazu, dass Schwerin nach vielen Jahren nun doch ein Sitz einer regulären Universität wird? Ein vollkommen neues Universitätskonzept der Universitätsberatungsfirma Pro Stud hat die Verantwortlichen der Stadt und Land überzeugt. Wir müssen das Lernen einfach völlig neu denken, weg von diesem klassischen Sender-Empfänger-Modell. Schwerin, das wird die Uni 4.0. Learning als Lifestyle, you know? Also das wird WOA oder auch WOA, eine Wellness-Oase für Akademiker. Volle Hörsäle, überfüllte Seminarräume, das alles soll es in Schwerin nicht geben. Ungenutzte Gebäude in Schwerin, wie die alte Post, werden zu hochmodernen Universitätsgebäuden umgebaut. Die Orte der Begegnung mit den Professoren werden eher großzügig eingerichtete Loungen ähneln. Eine Anwesenheitspflicht wie in den herkömmlichen Universitäten soll auch nicht herrschen. Vielmehr wird es eine Daseinsempfehlung für die Studenten geben. Falls notwendig, kann das Verpasste auch im Einzelgespräch mit den Professoren aufgearbeitet werden. Für uns steht der junge Mensch und seine Wirtschaftskraft im Fokus. Economic Power. Schwerin wird nur von der Universität profitieren, wenn die Studenten in der City gehen. Ein Student, ein junger Akademiker, der im Café sitzt und Geld ausgibt, der bringt der Stadt einfach viel, viel mehr als ein Student, der sich 24/7 hinter seinen Büchern versteckt. Natürlich sollen auch wissenschaftlich nachprüfbare Ergebnisse erzielt werden. Um das zu gewährleisten, wird jedem zukünftigen Studenten ein akademischer Assistent zur Verfügung gestellt. Simon Krüger ist einer derjenigen Helfer, die den Schweriner Studenten die unangenehmen Seiten des Studentenlebens erleichtern können. So schafft die Fürst-Niklot-Universität in Schwerin sofort neue Arbeitsplätze. Ich bin jetzt intensiv auf diese Arbeit vorbereitet worden. Ich kann in Bibliotheken recherchieren und wissenschaftliche Hausarbeiten anfertigen. Daneben kann ich Einkäufe vor 12 Uhr erledigen, also all die Aufgaben, die klassischen Studenten schwerfallen. Auch im Aufbau des Studiums wird in Schwerin radikal umgedacht. Der Druck auf die Studierenden soll minimiert werden. So wird es keine der festen Studienrichtungen in Schwerin geben. Die Studierenden können aus einem umfangreichen Modulbaukasten aussuchen und selbst bestimmen, in welchem Fachbereich die Abschlussarbeit gewertet werden soll. Die Studenten sollen kreativ sein, brain interactive. Wer die mittelhochdeutsche Linguistik des 13. Jahrhunderts und die Therapie- und Diagnoseverfahren der Nuklearmedizin studiert hat, der wird auch im späteren Berufsleben über das Low-Level hinausgehen. Think bigger! Wellness-Oase für Akademiker. Die Beratungsfirma Pro Stud hat in den letzten Jahren im ganzen Bundesgebiet das neue Konzept vorgestellt. Nun sind die Wissensexperten in Schwerin auf eine Stadt getroffen, die unbedingt unter allen Umständen eine Universität wollte.